jeden Fall auf dem Weg dorthin. Wir sind dann mit Scotty gefahren, der uns geguided hat. Der ist halt so ein Local Hero dort in Durban. Und der meinte, ruft mich dann an und meinte, ey Fabi, also ab jetzt ist irgendwie Türen geschlossen halten, Fenster zu, Klimaanlage auf Vollgas. Und wenn einer vor dein Auto geht oder hinter dein Auto, halt auf jeden Fall 50 Meter Abstand nach vorne und hinten, fahr den einfach um. Und ich so, what the fuck, was? Und er so, ja, der schlägt dir die Scheibe ein oder so, der fickt dich. Was? Also der hat wirklich gesagt, yeah, he will fuck you. So, das war wirklich das Zitat. So, moin Fabi, da bist du wieder, da sind wir wieder, herzlich willkommen. Moin Benni, ja, mal wieder, wie jede Woche hier. Immer wieder schön auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zum Einstieg erstmal, ich sag mal so, einfach mal Glückwunsch. Time Machine scheint eigentlich einen ganz beachtlichen Start hinzulegen, zumindest wenn man Social-Media-Aktivität verfolgt und hin und wieder WhatsApp-Nachrichten von dir bekommt. Du bist sehr aktiv und läuft ganz gut, glaube ich, ne? Ja, es kommt auf jeden Fall krasser an, wie ich erwartet habe. Ich kriege auf jeden Fall viele Nachfragen bezüglich meiner Boards, vor allem mit der Holzoptik und so, wie ich das mache. Und ich bin sehr positiv überrascht. Ja, wirklich, wirklich cool. Dein Reel, wie du dein erstes Board auslieferst, ging auf jeden Fall auf Instagram sehr gut und ist total schön zu sehen. Mit viel Spaß bei der Sache und ziemliche crazy Designs, die ich schon von dir da mittlerweile mal gesehen habe. Also in dem Sinne erstmal der Aufruf, folgt auf jeden Fall Time Machine auf Instagram. Das lohnt sich. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen über ein paar Follower und es sind auf jeden Fall ein paar lustige Boards noch in der Mache oder werden bald gepostet. Freue ich mich auch ganz besonders. Wir haben heute diesen Talk, wo wir ein bisschen über die Südafrika-Tour von dir sprechen und direkt im Anschluss, der Februar, wird quasi unser gemeinsamer Materialkundemonat. Das war, was wir schon beschlossen haben. Da können wir gleich einen Termin für nächste Woche für die ersten Gespräche machen und wir nehmen mal die verschiedenen Bereiche des Surfboards auseinander. Ich sage ja immer, einer der größten Vorteile für mich bei meinem Podcast hier ist, dass ich halt unheimlich viel lerne, in den ganzen Jahren jetzt unheimlich viel über den Sport und über das Umfeld und alles gelernt und jetzt geht's ans Material, da habe ich nämlich Nachholbedarf und da freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Ja, und da, ich dachte, ich habe auch noch mal ein paar Sachen auf jeden Fall so vom Podcast zu erzählen, auch so zu unter dem Stichpunkt dazulernen. Ich habe nämlich letztens herausgefunden, zufällig, als ich Statistiken auf Spotify angeguckt habe, dass es anscheinend eine Kommentarfunktion auf Spotify gibt, wo Hörer und Hörerinnen einzelne Episoden kommentieren können. Und habe gesehen, dass da einige tätig waren. Also da möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die da irgendwo was geschrieben haben. Und ich dachte, die 2-3 Punkte erwähne ich mal eben gerade, was da so kam, um alle zu motivieren, das doch mal gleich zu tun. Da war einmal zum Beispiel die Folge zu dem Laurent mit der Pilot. Da hat jemand drunter geschrieben, sehr interessantes, lockeres Gespräch, was alles machbar ist. Viel Ehrgeiz, Disziplin gehört dazu. Kann ich nur bestätigen, auf jeden Fall, wenn man dem verfolgt hat. Mein Aufruf zum Veganwerden wurde kommentiert. Da hat jemand geschrieben, wenn Greenpeace, die Grünen und Co. dieses Thema so feinfühlig wie du statt anklagend angehen würdet, könnten sie komplett neue Zielgruppen erschließen. Hast du toll erklärt, weiter so. Habe ich mich sehr gefreut. Du wirst dich über den nächsten Punkt freuen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich verschlinge alle deine Folgen. Aber dein Gast Biene ist echt, war echt so ein bisschen peinlich. Oder in ihrer Sprache, hey, extrem cringy. Es war wirklich schwer dran zu bleiben, Benny sehr tapfer. Oh Mann, ey, gar nichts gegen Biene. Also die ist super lieb, aber es war echt schwer, durch den Marathon zu folgen. Ja, ich kann es ganz nachvollziehen. Cooler Gast, super inspirierende Person. Ich habe sie sogar zuletzt in einem mit meinem Zweit-Podcast, im Coaching-Podcast, als ich da so ein bisschen Feedback gegeben habe zu einem
Coaching-Tool, das die etablieren wollen, habe ich sogar die Sabine so ein Stück weit als kleines Vorbild genannt, weil ich dachte, ey, das ist mega geil, wie die tatsächlich aus dem Nichts ihr Ding gemacht hat, alles über den Haufen geschmissen hat und wieder neu gestartet hat. Ja, aber hier, an ihrem Deutsch muss ich vielleicht manchmal ein bisschen arbeiten. Ja, sie ist wahrscheinlich zu lange weg von Deutschland. Das ist das große Problem. Sie denkt in Englisch und deswegen kommen die englischen Wörter leichter raus wie die deutschen. Ich kann es verstehen. Genau, ich habe das ein Stück weit auch so in Erinnerung, dass ich so manche Wörter irgendwie, ich weiß noch, das Wort busy konnte ich nicht mehr in Deutschen übersetzen damals, als ich lange Zeit in England war. Und wenn man das noch richtig lange fortführt, dann ja, dann wird das wahrscheinlich so. Letzter Punkt, auch nochmal zum Thema stetig dazulernen. Die Folge Sexismus mit den im Line-Up mit den Coldwater Sirens, da habe ich tatsächlich auch nochmal gelernt, dass man das N-Wort und das Z-Wort und andere Sachen absolut nicht mehr voll ausspricht, egal auch wenn man es nennen möchte, dass man es nicht mehr sagt, sagt man jetzt nur noch N-Wort und Z-Wort. Und siehe da, ich habe das in der Folge nämlich noch quasi falsch gemacht, wenn man so möchte. Und drunter stand tatsächlich auch ein Kommentar, Vorsicht, das N-Wort und das Z-Wort werden ausgesprochen. Fand ich auch faszinierend, dass sowas jemand drunter kommentiert. Finde ich auch super, weil ich muss jetzt sagen, ja, ich verstehe den Punkt voll und trage das mit. Und danke dafür, wollte ich einfach mal sagen. Weiter so, schreibt gerne Kommentare drunter. Auf jeden Fall cool, die Kommentarfunktion. Kommen sehr sinnvolle Sachen rum, aus denen auch wir lernen. Ne? Ja, total. Feedback ist immer das Beste, was man kriegen kann. Und je ehrlicher, desto besser. Ne? Ja, dann mal zum Thema, würde ich sagen. Time Machine haben wir schon angesprochen. Ein bisschen hat das auch mit dem heutigen Thema zu tun. Deshalb so Einstiegsfrage, wie kamst du zu diesem Südafrika-Kurztrip eigentlich? Erzähl doch mal kurz ein wenig aus deinen letzten ereignisreichen Wochen. Wie kam ich zu dem Südafrika-Trip? Alles begann eigentlich, also ich arbeite aktuell so Teilzeit bei EcoSurf Supply. Wir sind Supplier für Shaper und wir spielen mit dem Gedanken halt selber eine CNC-Fräse zu kaufen, einfach weil es ist eine sehr coole Sache, ein Board CNC zu shapen, weil man halt einfach ein sehr exaktes Surfboard herstellen kann und das sehr exakt reproduzieren und auch einfach gerade für einen Supplier, der ja im großen Stile agiert, ist eine CNC einfach die Waffe. Also ich persönlich tue Handshapen. Ich habe mich mit CNC versucht, aber ich finde einfach Handshape ist geiler. Aber so kam der Trip, weil wir haben einen Kontakt herbekommen zu Extra Foam, was einer der größten Foam-Hersteller ist. Und Extra Foam hat eine eigene CNC entwickelt, die wir vor Ort dann anschauen und testen durften und auch gezeigt bekommen, wie kalibriert man die und so weiter und so fort. Genau. Und so kam der Trip zustande, weil wir wollten uns das Ding anschauen. Und dann kam mein Chef her und meinte, ey, fliegen wir nächste Woche nach Südafrika? Und ich habe gesagt, ja. Klar, was soll man da anderes antworten? Auf jeden Fall, da gab es kein Zurück mehr. Sprich, Ziel und Ambition war eigentlich hauptsächlich, diese Fräse zu testen. Und das Ganze auch schon mit Hinblick auf die Agave Eco Blanks, die ja Thema bei EcoSurf Supply sein sollen? Oder hat es damit eigentlich nur mit Dingen zu tun gehabt? Ja, also eigentlich war der Witz, wir wollten Agavenblanks vor Ort haben und wollten dann Agave fräsen, einfach weil es ist anders wie Foam. Foam braucht es viel weicher, kannst du ganz anders fräsen. Wir hatten ein leichtes Problem mit dem Versand, weil die Agavenblanks kommen aus Kenia und die mussten dann nach Durban. Und das hat sich dann alles so ein bisschen gezogen, aber wir haben die dann am Ende vom Tag tatsächlich, ich glaube am vorletzten Tag noch bekommen, aber wir haben die Tage davor einfach Foam gefräst, haben viel gelernt, wie platziere ich das Board im Blank, weil man muss das ja alles mit den CAD-Programmen dann auch, du hast einen Pfeil von dem Blank, du hast einen Pfeil von deinem Board, dann musst du erstmal schauen, wie und wo und vor allem bei Foam, die oberste Schicht ist immer ein bisschen härter von der Density, du willst also das so weit wie, also oben immer wenig wegnehmen. Und wie platziere ich das dann? Und ja, solche Sachen haben wir dann viel gelernt und dann war irgendwann dann die Agave da, genau, und dann haben wir die Agave getestet. Wie schnell können wir fräsen? Wie können wir die Fräser fahren lassen? Und so weiter, weil es ist ein komplett neuer Werkstoff,
der ultra krass staubt, der richtig eklig ist. Oh, okay, ja. So ökologisch wie er ist, so eklig ist er zum Verarbeiten, ja. Okay, spannend, ja. Ich denke, wir kommen zu den Agavenblanks dann in einer der nächsten Folgen, wenn wir über Surfboard-Kerne sprechen. Da können wir das nochmal im Detail ein bisschen ansprechen, wie das funktioniert. Na, auf jeden Fall geiles Projekt, geile Idee, die dahinter steckt. Über Vor- und Nachteile können wir dann demnächst mal ein Stück weit sprechen. Als du Südafrika ankamst, sagen wir mal von Flughafen und Aufbruch nach Durban seid ihr, ne, wenn ich gerade richtig gehört habe. Genau, wir waren in Durban. Also wir waren untergebracht in Umhlanga, was so der reiche Nebenort von Durban ist, aber es gehört zu Durban, ja. Was waren so deine ersten Impressionen, als du ankamst und unterwegs warst da? Krass auf jeden Fall. Also wir wurden abgeholt von Rod und seinem Sohn. Rod ist der Chef von Xtraform. Er hat uns empfangen am Flughafen und wir sind dann zu Xtraform als allererstes gefahren in die Factory. Und das Ding war, als allererstes habe ich erstmal krasse Armut gesehen, so überall Leute so zu Fuß auf den Straßen, zerrissene Klamotten. Und dann hat er uns so erklärt, also Rod ist ein Weißer, in Südafrika ist das ja bekannt, also viele wissen ja, das ist die Kluft zwischen Weiß und Schwarzer sehr groß. Und das war dann auch so, wir sind so gefahren und dann meinte er so, ja, hier wohnen die Inder, hier wohnen die Pakistanis, hier wohnen die Schwarzen, also totale Spaltung zwischen der Gesellschaft auf jeden Fall, das ist krass und die spürt man auch und die bekommst du auch zum Spüren. Es gibt halt zum Beispiel so Taxis, wo du als Weißer gar nicht mitfahren darfst. Also jeder, der dort schon mal war, das sind so wie so Busse, so Vans, die haben immer so, ich glaube, das sind die Südafrika-Farben, so drei Streifen seitlich drauf foliert und so Chromfelgen. Und das war krass auf jeden Fall, ja. Und auch wie man sich's vorstellt, so die Leute hinten auf den Pickups sitzen irgendwie auf der Britsche, dann irgendwie 30 Leute und essen so Chips. Immer Chips irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, das ist wahrscheinlich billiger als gesundes Essen, ja. Ja, Südafrika hat ja nun mal, wie viele andere Länder, die unter europäischen Kolonialmächten lebten und litten, eine große rassistische Vergangenheit, Stichwort Apartheid. Ich dachte, ich werfe hier kurz einmal zum Hintergrund deiner Schilderung die Definition der Apartheid ein. Quelle ist da die Bundeszentrale für politische Bildung. Apartheid nannte man das politische System der Rassentrennung in Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Menschen des Landes wurden dabei in 8 verschiedene Gruppen oder Rassen, je nach ihrer Hautfarbe, eingeteilt. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Menschen Schwarze waren, hatten nur die Weißen das politische Sagen. Ihnen gehörten auch die großen Wirtschaftsbetriebe, die Banken und die besten Böden für den Ackerbau. Schwarze Südafrikaner, die sich das nicht gefallen lassen wollten, wurden von der Polizei verfolgt und eingesperrt. Doch sie gaben nicht auf und forderten immer wieder die Gleichberechtigung in ihrem Land. Der berühmteste Kämpfer gegen die Apartheid war Nelson Mandela. Er war Rechtsanwalt. Viele Jahre kämpfte er gegen die Apartheid. Deshalb wurde er 27 Jahre lang ins Gefängnis auf einer Insel eingesperrt. 1990, nach dem Ende der Apartheid, wurde Mandela freigelassen. 1994 wurde er zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Und 2013 starb Nelson Mandela. Er wurde 95 Jahre alt. Ja, großer Mann auf jeden Fall. Große Erfolge, die er da zusammen mit seinen Leuten feiern konnte. Dennoch höre ich auch so aus deinen Schilderungen, Fabi, wirklich heraus, dass da noch deutliche Reste dieses Systems, besonders in Hinsicht auf Armut, erkennbar sind, ne? Ja, ist krass spürbar. Also vor allem dort in Umhlanga, wo wir untergebracht waren, total krass. Also da fährt halt der Ferrari und nebendran fährt der Afrika-Golf, wo das Dach runterrostet. Also ja, ist brutal. Also sprich, es mischt sich eigentlich so im Alltag, im Stadtzentrum und überall total. Aber du hast auch schon von reichen und armen Siedlungen gesprochen, so in der Wohnsituation, wo dann die Leute unter sich sind, da separieren sie sich dann auch total in arm-reich und wahrscheinlich in weiß und farbig. Ja, also ich hatte das Gefühl, in Durban selber, in Main City, war eher Armut, ja. Der Reichtum kam dann, wenn du außerhalb gehst, also wenn du
in die eine Richtung gehst, das ist dann Bluff, da ist relativ reich. Da war ich dann auch surfen mit einem Teamrider von Grow Blanks. Man merkt dort einfach, die Häuser werden schon ganz anders. Und dann in die andere Richtung, eben Umschlanga, wird auch sehr reich. Also ich habe das Gefühl, die Umland ist wohlhabender und auch mehr Weiße. Und dann im Main City war viele Schwarze und auf jeden Fall Armut. Ja, also auf jeden Fall Armut. Es war auch sehr gefährlich dadurch, weil Armut macht halt Leute, wenn die halt Reiche sehen, auch sauer. Ja, oder wie soll ich sagen, ja. Klar, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ich musste gerade denken, wenn ich schon eben von N-Wort und Z-Wort gesprochen habe, schreibt gerne mal jemand drunter irgendwo, was man jetzt im Moment gerade zu Schwarzen oder Farbigen sagt. Ich bin mir gerade wieder nicht sicher. Da habe ich letztens irgendwas zu gelesen, habe es aber gerade ehrlich gesagt vergessen, welches Wort da jetzt gerade das ist, was man benutzen soll. Oh ja, stimmt. Da will ich auch gar niemanden zu nahe treten. Also bei mir war das halt auch einfach, weil wir waren dort und die Leute haben tatsächlich immer Whites und Blacks gesagt. Also ja. Das waren dort der gängige Begriff. So. Ja, super spannend. Ich habe auch von dir vorher einige krasse Geschichten gehört. Kriminalität ist ganz offenbar, wenn man da ist, greifbar. Ne? Man hat mehrere, du hast mehrere Erlebnisse. Erzähl doch erstmal vielleicht trotzdem vorweg kurz ein bisschen vom Surf, wo ihr wart, was so die Bedingungen waren und wie auch die Tour dahin war. Ja, also Surf, also als allererstes großes Dank an Xtraform. Wir konnten ihnen CAD-Files von Boards schicken und wir haben einfach als Willkommensgeschenk unsere Boards bekommen, die wir halt hier in Deutschland surfen. Die haben uns die halt einfach reproduziert dort. Und wir sind angekommen, haben einfach Boards bekommen. Dann konnte ich in so einen Hochseekontainer reingehen, konnte mir Finnen graben und eine Leash und Wachs und dann ging's los. Irgendwie was, also ultra krass, ja. Boards for free. Und dann auch noch das Board, das du gern surfen willst und dann irgendeins und nagelneu. Ja. Chapeau auf jeden Fall. Aber ich habe nein rausgefunden, warum wir die bekommen haben, weil Boards dort nichts kosten, da können wir später drauf noch eingehen. aber auf jeden Fall, Surf war mega gut. Es war immer swell, tatsächlich, immer sehr windstill, bis auf einen Tag, aber es gibt so viele Spots, viele Reefs war jetzt um Durban rum. Wir sind eigentlich 99% Reefs gesurft, aber Surf war Wahnsinn, also selbst wenn der Forecast kein Swell sagt, sind dort Wellen. Und ich habe auch mit Einheimischen gequatscht und die meinten so, es war so ein Tag. Also ich habe mir ein 6-4er-Board bauen lassen, weil ich einfach eine Allrounder wollte. 6-4er-Twin war das. Und da waren kniehohe Wellen, die haben trotzdem aber relativ punchy waren. Ja. Und dann meinten die Locals so, heute kann man nicht surfen, heute ist keine Welle. Und ich bin am Strand, so, Alter, das sind Wellen, hä? Und die haben immer gemeint so, nee, heute geht nix, vielleicht am Donnerstag. Und wir waren jeden fucking Tag surfen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder mal der typische Privileg der Locals, ne? Dass ja. Man nicht bei allen Bedingungen rausgeht, aber wenn es trotzdem so gute Bedingungen sind, meine Güte. Aber schön. Halt, ein großes Problem ist, meines Erachtens, ist erstens, wo lässt du dein Stuff dort? Ja, das habe ich auch aus Marokko noch in Erinnerung tatsächlich, ne? Dass man irgendwie, eine Boardbag hat man da nicht gerne am Strand liegen lassen halt einfach. Gar nichts. Und wir hatten dann auch das Problem, wir hatten so einen Leihwagen, so einen scheiß Toyota Corolla und der war mit Keyless Go. Und wenn wir den Schlüssel unten in irgendein Plastik reingelegt haben und die Leute sind an die Türklinke, ist der Aufgang und die hätten losfahren können. Ja. Ich habe es mir ausprobiert, das ging und das war echt scheiße. Aber wir hatten Gott sei Dank am ersten Tag an dem Spot, wo wir immer waren, in Umschlanga, den darf man glaube ich auch teilen, der ist super bekannt, also Lighthouse heißt der, das ist eine Linker Point Break. Mhm. Ich sage jetzt nicht mehr, weil der Tide, der läuft. Auf jeden Fall, hatte ich ein bisschen Trouble mit meinen Fin-Plugs irgendwie. Mein Fin-Key war rund und dann habe ich zufällig so eine, ich denke mal, sie war Engländerin, die hat einen Café dort kennengelernt und die war sehr nett. Die hat mir Werkzeug gebracht und bei der haben wir dann immer den Schlüssel lassen können, wenn wir an dem Spot waren, weil die war mega lieb, das war so eine richtig, die hat sich mega um uns kümmert, weil der hat es voll leid, dass ich jetzt nicht surfen kann, weil der Finki am Arsch ist. Und ja, das war unser Glück, sag ich mal. Aber dann in Durban City wird's schwieriger. Ja, also ich kann die Geschichte gerne erzählen, die ist aber sehr, finde ich sehr rough, also
Hau mal raus. Es war halt mega krasse, es war Nordwind, glaube ich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wir haben in Durban so eine lange Mole und wir brauchten die als Shelter, so vor dem Wind. War tatsächlich sehr gute Bedingungen, war hohle Wellen, also viele Barriers wurden gesurft. Auf jeden Fall auf dem Weg dorthin, wir sind dann mit Scotty gefahren, der uns geguided hat. Der ist halt so ein Local Hero dort in Durban und ruft mich dann an und meinte, ey Fabi, also ab jetzt ist irgendwie Türen geschlossen halten, Fenster zu, Klimaanlage auf Vollgas. Und wenn einer vor dein Auto geht oder hinter dein Auto, halt auf jeden Fall 50 Meter Abstand nach vorne und hinten, fahr den einfach um. Und ich so, what the fuck, was? Und er so, ja, der schlägt dir die Scheibe ein oder so, der fickt dich. Was? Also der hat wirklich gesagt, he will fuck you. So, das war wirklich das Zitat. Und okay, yo. Und dann kamen wir an so einem Strand an, so, und Scotty meinte so, ey, wir machen jetzt nur Wavecheck, wirklich, bleib beim Auto. Wir schauen jetzt nur kurz hier bei dem Fenster raus und dann fahren wir weiter an einen sicheren Parkplatz, weil hier ist nicht sicher. Okay. Und jeder meinte immer so, keep your doors locked. Und wir haben das halt gar nicht geglaubt. Mhm. Und dann kamen wir auch an den Parkplatz an und der Scotty ist halt schon so ein eindrucksschindender Typ, so ein muskulöser Surfer-Dude irgendwie. Ist, glaube ich, auch ein MMA-Fighter sogar. Und hat dann direkt so einen Dude, dort gibt's so Parkplatzwächter, die sind aber freiberuflich, also die kriegen keinen Lohn, die leben von deinem Schmiergeld. Mhm. Hat er dann direkt am Kragen packt und herzogen, so, ja, das sind meine deutschen Freunde, ich will nichts hören, so, ich komme hier morgen wieder her zum Surfen. Und dann hat so ein Dude halt irgendwie auf unser Auto aufgepasst und dann mussten wir dem unseren Schlüssel anvertrauen. Und also, oh. Dann kamen wir zurück und dann war der nochmal da. Das war das erste komische, weil das war ein Weißer. Und dann kommen wir zurück, dann steht ein Schwarzer vor uns im Auto. Aber der kam dann direkt, ob wir die Deutschen sind, und wir so, ja. Und dann, er hat unseren Schlüssel, der andere hat ihm den gegeben. Aber halt auch erstmal eine komische Situation. Ja. Weil jemand anders vor uns im Auto steht. Oh ja. Ja, dem haben wir dann halt irgendwie 200 Rand gegeben. Ich weiß mittlerweile den Umrechnungsfaktor nicht mehr, aber es ist nicht viel Geld. Und der war der glücklichste Mensch der Welt. Das war für mich auch voll in Ordnung. Das war voll geil. Wir hatten unser Auto dort. Und das war alles safe. Aber während dem Surfen hat man auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Man hat immer so ein Auge am Auto, weil, ach, noch krasse Story. Wir haben unsere Neos kurz anzogen und hatten halt kurz so die Tür offen und so den Kofferraum, weil wir halt kurz die Boards ausgeladen haben und die Neos. Und es waren locker, ohne Witz, nicht übertrieben, 15 Köpfe in diesen paar Minuten in unserem Auto drin gegangen. Aus Interesse einfach, oder? Nee, da ging es drum, die haben sofort kapiert, das sind Leihwagen, wir sind Touris, was ist da drin? Auch alle haben zu uns gesagt, lass nicht mal ein paar Schuhe auf dem Rücksitz liegen, das Auto muss ausschauen, wie vom Laden ausgeliefert. Das haben uns alle gesagt. Ja. Boah, das ist schon krass, also irgendwie schon tragisch, ne? Dass es so... Ja... Es hat ein blödes Gefühl, weil du hast dein, also wir hatten halt, da wir waren arbeiten und danach sind wir dann surfen gefahren, wir hatten halt zwei MacBooks dabei, wir hatten eine GoPro dabei, wir hatten eine Kamera dabei, da waren halt irgendwie 8000 Euro Equipment einfach mal so in dem Auto gelegen. Ja, iPhones und so weiter. Ja, das war, später waren wir ein iPhone weniger dann auch. Das heißt, ja, da kommen wir gleich zu, würde ich sagen, der Next Step dann irgendwo. Ja, aber nichtsdestotrotz, der Surf war geil. Wir hatten Wale, ich konnte nicht ganz ausmachen, was für Wale. Wir waren im Boardshorts, wir waren Indischer Ozean. Wir hatten 23 Grad Wassertemperatur bis 24, teilweise Außentemperatur immer über 30 im November, weil das ja bei denen der Sommer beginnt. Also der Aspekt war krass, wobei man muss aufpassen mit den Blue Bottles, wir kennen es in Europa als portugiesische Galeere, tödlich und die ist auch öfter am Strand, man muss schon Acht geben auf sich dort mit den Tieren, auch im Wasser und so. Ja, auch ein spannendes Thema. Also, Indischer Ozean ist wahrscheinlich, Indischer Ozean ist dann, ist ja der Zipfel unten, ne, und der Indische zeigt dann Richtung Indien logischerweise. Die andere Seite ist noch der Atlantik, ne? Genau, der ist auch kälter. Andere Atlantik. Genau, der ist kälter. Ich glaube, Chebei ist auch noch Atlantik und dann Cape Town auf jeden Fall.
Und irgendwo zwischen Chebei und Durban, glaube ich, beginnt dann der Indische und da geht er dann rüber Richtung dann Mosambik, Madagaskar und was dann da alles kommt. Mhm. Ja, spannend. Ja. Hast du denn irgendwie einen Überblick? Hast du was gehört? Ist es in der Ecke anders? Ist es da safer? Bezüglich also safer bezüglich Sachen wo lassen, also ja. Kriminalität mäßig. Ja, genau. Mhm. Sei überall nicht einfach. Also wir waren an einem Abend noch bei so einem Barbecue eingeladen bei Surfern und da war ein Surf-Instructor, der ist wirklich immer die ganze Küste unterwegs, von Mosambik bis Cape Town, das ist so sein Einzugsgebiet. Der meinte, also Richtung Kapstadt wird es auf jeden Fall besser. Chebei sei auch ganz okay irgendwie, aber es ist nirgends sicher, hat er gemeint. Also der kommt auch aus einer reisenden Familie, also der ist aufgewachsen in einem Reisebus, haben die gewohnt, ausgebaut und war immer schon die ganze Küste entlang und ich glaube, seine Expertise konnte ich sehr trauen, weil der ist immer unterwegs und immer an den Küsten und meinte, es ist nirgends wirklich sicher, einfach auf sich aufpassen. Und am besten mit einem Local oder mit einem Guide oder mit einem Instructor unterwegs sein. Ist ja auch super krass, wenn das so ausgeprägt ist, dann ist es ja selbst, ich meine, es gibt ja heute genügend Möglichkeiten, seinen Autoschlüssel mit ins Wasser zu nehmen, ne? Wenn man da entsprechend was hat. Aber selbst das Auto unbeaufsichtigt stehen lassen, ist ja dann wahrscheinlich schon fast ein No-Go. Ja, uns wurden die Radkappen geklaut. Die scheiß Radkappen. Die kosten in Deutschland 50 Euro. Ja. Ja, also wir sind uns nicht sicher, aber angeblich auf den Fotos sah man, dass wir das Auto mit Radkappen übernommen haben und auf jeden Fall haben wir es ohne Radkappen zurückgegeben und wir waren nicht bestimmt weg. Na gut, da kann man noch mit leben wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ist okay. Wie war's vom Aufkommen an Leuten? Waren da viele andere mit im Wasser oder warst du da mehr oder weniger allein sogar? Einmal waren wir mit zwei Personen surfen. Und ansonsten waren wir allein. Du Scheiße, das gibt's ja eigentlich nicht. Das ist natürlich wieder ein Punkt, der dann wieder interessant wird. Oh ja. Ey, also wirklich, wir waren an einem Tag an einem Spot mit Scotty, das ist so sein Home-Strand, den will ich deswegen auch nicht teilen. Reef auf jeden Fall, wobei, das ist echt ein rougher Strand, also man kommt schwer raus und schwer wieder rein, weil man muss über so ein spitzes Riff irgendwie, ich habe auch meine Finne übel demoliert beim Rauspaddeln, weil ich nicht genau wusste, wo überall die ganzen Stacheln und Spitzen rausstehen. Mhm. Und ey, das war ein Wavepool. Wir hatten einen Wavepool für uns allein, wirklich, das war Wahnsinn. Also, und wir waren halt zu dritt, ich, Scotty und Adi, mein Chef eben, und wir haben halt einen Point Break einfach zusammen gerippt, der nach links und rechts ging, den ganzen Abend lang. Unglaublich, ey. Mhm. Das, wo man eigentlich Südafrika so als Surf-Destination ja kennt, ne? Das ist ja nur einer der Orte, die eigentlich schon sehr schnell fallen, auch als Land, wo man gut surfen kann, schon von aber vielleicht Durban nicht. Aber vielleicht Durban nicht. Alle haben Kapstadt und alle haben Chebei im Kopf. Eigentlich haben alle Chebei im Kopf. Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich das, was man am meisten kennt. Ne? Ja. Wobei, also ich habe Kapstadt leider nur vom Flughafen gesehen, aber die Geografie ist ja krass interessant. Also ich kann den Hype verstehen, weil man so viele so Buchten hat, wodurch sich dann so Points ergeben. Also ich weiß noch nicht dort, aber ich kann es total verstehen, nachdem ich es von oben gesehen habe. Ich habe von oben schon gesehen, okay, aha. Ja, bestimmt auch mega spannend mit dem Tafelberg und was so dann in der Umgebung ist, wenn man wahrscheinlich vom Meer aus sieht, ist bestimmt ein geiles Setting, ne? Ja, voll. Aber ich muss sagen, das ganze, also Setting war überall geil vom Meer aus, war brutal. Auch die Sunsets, weil am Atlantik sind wir ja gewohnt, dass die Sonne meistens, vor allem Frankreich, so im Meer untergeht und dort ging die über dem Land unter, was nochmal irgendwie einen anderen Vibe hatte, fand ich irgendwie cool. Ja. Ja, sehr, sehr spannend, sehr geil. Andere Jahreszeit vielleicht auch nochmal, aber wahrscheinlich nicht unbedingt. Ne? Vermutlich ist echt der Ort, dass der da nicht so frequentiert ist. Ja. Also angeblich ist es nie so wirklich voll. Wir waren sogar zu Ferienzeit dort. Ja, also dort war schon so Weihnachtsferienmäßig, glaube ich, irgendwie. Also wir alle meinten, boah, die Stadt ist so voll. Ja. Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, also es wird bestimmt mehr sein, wenn vor allem in Deutschland oder in Europa vielleicht die Ferienzeit sind, dass noch mehr rüber traveln, weil November halt ist
Europa wenig Dings, aber ansonsten glaube ich, ist dort ist nie über, also niemals Frankreich, niemals Moliets. Ja. Auf jeden Fall schön zu wissen, dass es solche Orte gibt, ne, die bekannt sind und die nicht total überlaufen sind. Na gut, ich meine, wenn man dann die Umstände betrachtet, dann werden wahrscheinlich auch viele davon Abstand nehmen, hinzureisen einfach. Ne? Ist ja auch logisch. Ja, wobei ich muss sagen, Umschlanga finde ich immer noch halbwegs safe, auch trotz unserem kleinen Vorfall. Ja, okay. Ja. Noch eine Frage. Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, ob wie dann das Line-Up so aufgestellt war, ob da dann auch Weiße und Schwarze gemischt waren. Das ergibt sich dann ja gar nicht. Aber du sagtest. Ach doch, ich war in einem Spot, der ein bisschen mehr los war in der Stadt. An dem bin ich ja vorbeigefahren, bin einfach eine Mole weiter. In der Stadt gibt's so Molen. Oder wie so Piers, glaube ich, war es eher. Es gab eine Welle, die war crowded, da waren so 20 Leute draußen. ich bin einfach eine weiter, da war die identisch gute Welle und war niemand, keine Ahnung warum. Und war beides, also weiß und schwarz. Mhm. Aber ich habe mit dem einen Surf-Instructor geredet, weil dem seine Mission ist, eigentlich die Schwarzen, beziehungsweise die Armen zum Surfen zu bringen. Also der hat wie so eine kleine Organisation, für die der arbeitet. Ich kann mich leider noch mal genau erinnern, aber der sammelt auch so Surf-Stuff und so für Ärmere, wie beim Skateboarding Skaterstan oder so von Titus oder Skate Aid. Oder Provide the Slide. Ja, genau. Und der meinte schon, dass es für die Weißen eigentlich easier ist und das aber super viele, er hat mir voll viele Videos gezeigt von kleinen Talenten, die er jetzt hochzüchtet, die dann auch also schwarze Ärmere sind, den er halt dann ein Board besorgt hat und so, die dann auch irgendwie 360s schon gemacht haben. Ja. Ja. Na, das ist ja cool auf jeden Fall, wenn das zumindest, das ist ja schon mal ein guter Indikator, wenn so ein Sport, so ein Hobby dann auf jeden Fall schon mal auch mal durch gemischt stattfindet. Ganz wichtig. Und der Parkplatzwächter, nenne ich ihn jetzt einfach mal, da war tatsächlich auch ein Weißer dann, den ihr als erstes da habt, ja? Hätte ich jetzt ja, auch nicht erwartet. Das war ein Weißer, ein Junge, sah auch eher einer von der härteren Jungs aus, so tätowiert, so richtig, weißt du, so selber gestochene Tattoos und sah ein bisschen zerrupft aus, so irgendwie. ich glaube, es ist einfach rough dort. Also ich glaube, es ist einfach rough. Ich will da auch gar niemanden irgendwie vorurteilen oder so, aber es ist halt wirklich so. Also ich glaube, du musst dich da prügeln, um klarzukommen einfach. Leider. Ja. Krass, ja. Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall, was da abgeht weiterhin. Ja gut, ich meine, in Afrika hört man halt allgemein viel sowas. Südafrika hätte ich immer eigentlich schon gedacht, dass die schon so ein bisschen weiter sind, weil da so viel Entwicklung war. Aber wenn man die Nachrichten immer mal wieder verfolgt hat, hört man auch von da immer wieder, dass es halt noch arg einiges im Argen ist, ja. Ja, aber weil ich jetzt so viel Negatives gesagt habe, ich würde wieder hingehen. Ja, also gerade wirklich auch Südafrika steht auch einfach für ein Naturparadies noch, ne? Wenn man, Wahnsinn. Habt ihr wilde Tiere sonst auch irgendwo gesehen? Affen. Ja. Affen waren überall. Ich liebe Affen. Also ja, das ist mein Highlight. Wer tut das nicht? meine ganze Wohnung hier hinter mir sind überall Affen. Überall. Die hängen an meiner Lampe oben teilweise. Ich sind überall Affen. Okay. Und für mich war es einfach voll geil, mit Affen abzuhängen. Ich war noch nie, habe noch nie die Chance gehabt, mit Affen abzuhängen, aber ich hatte dort die Chance. Es war ein Traum. Also wir waren dort arbeiten in der Factory und die Affen sind über uns in den Baum rumgeschwungen. Nice. Hatte ich mal in Gibraltar. Da sind ja auch die Affen auf dem Felsen da. Ja, ey, das war so cool. Das hätte ich nie vergessen, auf jeden geil. Fall. Ja. Ja, nee, super bestimmt, super spannendes Land und super schön, das glaube ich aufs Wort. Aber Kriminalität ziemlich krass, du sagtest schon, ihr seid mit einem iPhone weniger nach Hause gefahren, wie kam es dazu? Und das war auch ein ziemlich arger Schlag für euch dann, ne? Ja, es war blöd, es war nicht mein iPhone, sondern das von Adi, also und da er halt gerade die Firma großzieht, es halt echt, war halt sein Leben da drauf in dem Moment, weil er hat halt alles, die Firma muss weiterlaufen und er musste halt alles koordinieren, auch von Südafrika aus.
Ja, und das Ding ist, wie wurde uns das iPhone abgenommen? Lustige Story, wir waren in so einer Bar und da lief so afrikanische Musik und wir fanden die nice und die gibt's auf Spotify nicht und wir wollten eine Festplatte holen, weil der DJ hat uns anboten, dass er uns das auf eine Festplatte zieht. Und wir, geil, ja, wir kommen direkt, wir holen kurz die Festplatte. Die ist im Hotel, das Hotel war gegenüber von dem Dings, von der Bar oder Club oder was das war. Und dann sind wir aus dem Hotel raus, wirklich, also es ist dort alle 5 Meter in Security. Also wer schon dort war, wird das bestätigen. Es gibt keine 5 Meter, wo kein Security dort ist. Aha. Und wir sind aus dem Hotel raus und dann kam so ein Dude her, der einen auf betrunken gespielt hat mit so einer Bierflasche in der Hand. Und hat diesen klassischen Antänzer gemacht, aber wir dachten, er ist wirklich betrunken. Also guter Schauspieler, Respekt, also Karriere steht ihm bevor. hat irgendwie dem Adi dann so sein Knie in den Bauch gerammt und irgendwie so, yeah, let's dance. Und dann ist er in so ein Auto eingestiegen und diesen gefahren. Wir dachten, das war sein Vater, ja. Und dann sage ich nur so als Scherz so, ach, das war jetzt dieser klassische Antänzer-Move, aber der hat dein Handy nicht gekriegt. Ich habe auf deine Hosentasche geschaut. Und der Adi fasst sich so an seine Hosentasche und so, Alter, die sind leer, Mann. Und da war halt die Kreditkarte drin, unsere einzige. Und da kann man nur mit Kreditkarte zahlen. Ich konnte nicht mein Geld abheben mit meiner Karte dort. Und das Handy, wo der PIN von der anderen Kreditkarte, die wir theoretisch dabei hätten, drauf war. Oh Gott. So war das so dumm. Wir hatten eine Kreditkarte, die war wertlos und hatten mein Handy und ich bin ja so ein bisschen zurückgeblieben in der Steinzeit. Ich habe ja noch so, ich habe keine weder eine Kreditkarte noch PayPal. Ja. Ich habe nur Überweisungszettel, die ich so in der Bank im Briefkasten werfen muss. Ernsthaft? Kein Online-Banking? Ja, nee. Sonst weiß ich, wie wenig Geld ich habe. Ja. Kenne ich tatsächlich auch noch zwei, die das so machen. Ja, ja. Find ich gar nicht schlecht eigentlich. Ja, voll. Ich krieg nicht so viel von meinem Geld mit. Das ist okay, sonst wäre ich nur verrückt. Aber Gott sei Dank hatte ich Bargeld dabei. Ich hatte ein paar hundert Euro in Bar einfach so mitgenommen als Backup. Ich dachte mir, 200-300 Euro schaden nie in Cash zum haben. Ich weiß, da kommt so, ja, so bin ich halt, gell, oder? Ja, macht Sinn, das dann irgendwo an einer safen Stelle zu haben, vor allen Dingen. Ich wusste auch, dass die Leute gerne mit Euros geschmiert werden, die wollen keine Rand. Die Schmiers wollen die Euros, weil für die ist Euro krass. Ich habe einem 2-Euro-Stück gegeben und der war der glücklichste Mensch der Welt. 2 Euro, Alter, die gibst du jedes Mal beim Essen Trinkgeld, mindestens, weißt du, ich meine? Mhm. Und dann, Gott sei Dank war eine Western Union in der Nähe und wir konnten dann mein Bargeld gegen Rands tauschen. Und dann konnten wir die Woche sparsam bis zu Ende bringen. Ja. also uns haben so alle anboten, auch die Shaper, die wir besucht haben und so, denen wir die Story, wir geben dir Geld, so PayPal mir das, wenn du in Deutschland bist oder so, easy. Aber wir wollten das irgendwie, fühlt sich komisch an, so Almosen zu nehmen und wir hatten ja Geld und wir sind beides sehr minimalistische Menschen, so beides irgendwie so Camper-Dudes, deswegen ging das easy klar. Wir hatten ein Surfboard, wir hatten ein Auto und Frühstück gab es im Hotel, da mussten wir voressen für den ganzen Tag und dann ging das. Auch ein ganz interessanter Punkt, meintest du, glaube ich, als wir so gequatscht haben, ne? Der Flug war wahrscheinlich teuer darunter, aber Unterkunft in Südafrika und alles, Lebenserhaltung scheint sehr günstig zu sein, ne, für den Westeuropäer. Also es gibt sehr günstige Unterkünfte, ja. Was unsere jetzt gekostet hat, weiß ich nicht, weil die hat extra Form uns bezahlt, dass wir kommen, weil die ja mit uns ein Geschäft machen wollen. Das war so den ihr. Mhm. Ich glaube, das war ein teures Hotel. Wir waren neben so einer riesen Mall, wo es so Lagerfeld und Gucci und Scheiß zu kaufen gab. Also es war schon vom Gefühl her reich, aber es ist wahrscheinlich trotzdem günstig. Ich weiß es nicht. Aber Airbnbs gibt's günstige, Leihwagen sind auch halbwegs günstig, also und Essen vor allem, in so einem Supermarkt. Du kannst so fertige Gerichte, wirklich so geile Käse, Nudeln, Zeugs irgendwie kaufen. Das heißt, so ein Gericht 1,20, voll geil, macht richtig satt. Haben wir uns öfter mal gekauft. Im Endeffekt war der Trip günstig, bis auf den Flug, der jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, auch sehr günstig war. Ich habe nämlich mit Leuten geredet, die nach Namibia und so weiter sind, die haben mehr Geld zahlt für den Flug auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben pro Person Hin- und Rückflug habe ich
also pro Person 740 Euro. Aber wir sind von Frankfurt losgeflogen, weil Frankfurt ist die einzige Verbindung, die wir in ganz Deutschland jetzt gefunden haben. Kann mich gerne jemand Besseren belehren, wo man nicht zwischenhalten muss. Wir sind nach Johannesburg und dann weiter. Das ist, wir gucken gerade nach, wir haben auch gerade diverse, für unsere Urlaubsplanung, diverse Locations in Betracht gezogen. 700 ist auf jeden Fall pro Person ein Preis, der nicht im hohen Bereich ist da im Moment. Das ist auf jeden Fall okay, ja. Ja, vor allem für 16 direkt, Stunden Flug. Direktflug so, vor allen Dingen. Das genau, 14 Stunden nach Johannesburg oder 12 Stunden, ich weiß gar nicht. Und dann hatten wir immer eine Stunde oder eineinhalb Aufenthalt und dann sind wir noch weiter halt die eine Stunde lang oder was mit so einem klapprigen Flugzeug dann nach Durban. Mit so einer afrikanischen Airline zum antiken Flugzeug, so lustig. Erlebnisse, ja. Schön, 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 coole Sache. Ja, vielleicht meine, gut, die Kriminalität und das alles drumherum ist natürlich mega krass, da muss man sich irgendwie drauf einstellen, aber vielleicht ja trotzdem ein mega spannendes Ziel für mir, auch einen Surftrip einfach, ne? Ja, und ich sag's ehrlich, für einen Europäer rendiert sich runter zum Fliegen, dort ein Surfboard zu kaufen und mit heimzunehmen. Empfehle ich euch. Mhm. Wenn ihr ein neues Surfboard wollt, dann kauft's euch dort. Ja. Magst du noch was zum, ihr wart ja dann auch da bei Extraform und da waren ja auch einige Shaper ansässig, wo du mal über die Schulter gucken konntest, so wie ich das verstanden habe. Magst du noch kurz was dazu erzählen, auch so zu Arbeitsbedingungen und Ähnlichem in der Fabrik und sowas? Oh ja, voll gerne. Gibt's ein paar interessante Sachen vielleicht. Also allererstes zu Extraform, die machen Blanks. Manche Shaper mögen die mehr, manche weniger. Das sind auch die cheapesten Blanks. Also wer sie im Board shapen will, ich kann Extraform Blanks empfehlen. Sind günstig und gut. Ich habe auch selber mir einen mitgenommen, den ich vershaped habe. Das Resultat gibt's auf meinem Instagram-Account. und Bedingungen sind crazy. Also die Leute weigern sich gegen Schutzkleidung, aber nur Schwarze dort. Außer die Chefetage. Ja. So, also ich ohne jegliches Urteil. Auf jeden Fall, die weigern sich komplett gegen Schutzkleidung. Die gießen die Blanks und so. Da drin riecht's echt übel. Also du gehst rein und riechst den Krebs. Und die weigern sich aber dagegen. Wir haben auch so gesagt, so, hey Rod, du kannst deine Arbeit ja nicht ohne Schutzkleidung. Er hat gesagt, die haben alles. Die nehmen es aber nicht. Okay, ja. Die arbeiten da auch barfuß und so. Die laufen in der... Eine Chemie, die am Boden da ist, barfuß rum, die nehmen das alles ohne Handschuhe. So ein Foam Blank ist jetzt nicht gerade ökologisch. Also, das ist der Grund, warum es Eco Surf Supply gibt. Ohne Werbung zu machen. Aber, also, Arbeitsbedingungen fand ich crazy. Und dann waren wir eben bei den Shapern. Ein großer Shaper, tatsächlich im Social Media gar nicht so groß, aber ich kannte ihn schon, Shaped seit den 80ern, glaube ich, Derek Raven. Sehr viele europäische Boards, ich nenne auch keine Namen, weil ich will niemanden an Karren pissen. Kommen von ihm, von den kommerziellen Brands, vor allem im Norden. Auf jeden Fall, die Gläser gläsen dort ohne Schuhe. Die haben kompletten Füße voller Epoxidharz. Ja, und was schön. Ich auch wieder lustig fand, an der Fräse in Weiße, beim Schleifen in Weiße, beim Shaping in Weiße, beim Glas in Schwarz. Also, alles, was Dreckarbeit ist, dann wieder ausgesourced quasi. Ja, ja, wobei, ich habe das Gefühl, denen geht's gut. Ich habe die Chance gehabt, mit ein paar so mal ein paar Minuten so abzuhängen und auch mal über die Schulter zu schauen, gerade auch bei Extraform. Und ich habe immer so, die haben sich zwar immer zuerst gedacht, ich frage das wegen ihrem Chef, aber mich hat wirklich interessiert. Ich habe immer gefragt so, wie ist das für euch hier zu arbeiten? Macht das euch Spaß oder ist das cool? Dann haben die immer gefragt, hey, warum? Du sagst es nur Rod. Dann sage ich, nein, ich habe keine Ahnung von Afrika und ich wollte schon immer mal jemanden fragen. Ja. Und vor allem dann auch noch in der Surfboard-Branche. Und die meinten tatsächlich, sie sind mega glücklich, den Job zu haben. Da waren auch alle, die dort sind, waren über 15 Jahre schon dort. Und der eine hatte sogar schon sein drittes Auto von Rod bekommen. Also die waren tatsächlich glücklich, die arbeiten aufs freiwillig Samstag, Sonntag, weil die auf Stunden bezahlt werden. Mhm. Also die müssten nicht. Aber die machen es freiwillig, packen dann irgendwelche Pakete oder so. Und also auf jeden Fall macht es denen Spaß. Leider die Arbeiter von den Shapern, also der eine Shaper, der ILS, der mir um mein Board baut hat, als ich dort war, die sind nur zu zweit dort. Die sind, glaube ich, auch beides Kumpels, deswegen finde ich das schwierig zu beurteilen.
Weil der hat, glaube ich, der hat auch noch andere, also der hat andere Fabriken noch, ich glaube sogar in Portugal noch, ich weiß gar nicht. Mhm. Aber der Derek auf jeden Fall, ich hatte schon das Gefühl, dass den Leuten auch Spaß macht. Also ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall krasse Arbeitsbedingungen. Keiner mit Maske, auch die Gläser. Ja, die gläsen ja, da nicht, wie, also ich gläse ja mit Bio-Epoxy meine Boards, ja, genau. Weil ich halt, ich will meine Boards möglichst ökologisch machen, ja. Und das Epoxy ist das, mit was Kontakt zum Wasser hat. Ja. Die gläsen ja mit Dings, mit Polyesterharz oder mit dem günstigsten Epoxy, das es halt gibt. Ja. Da geht's nämlich nicht um, wie baue ich ein möglichst cooles ökologisches Board oder wie baue ich ein, ja, keine Ahnung. Da geht's einfach um gar nichts. Da geht's um, wie baue ich ein günstiges Surfboard. Ja, naja, und genau. Da gehen die über alles. Also es ist denen scheißegal, ohne Witz. Also ich finde die Boards auch so mittelgut von der Qualität. Naja, gut, klar. Wenn es auch irgendwie so eine Großherstellung ist, kann nicht das Gleiche sein, ne? Wie? Ja, die machen 120 Blanks am Tag bei Extraform. Die okay. Zahl kann ich in den Raum werfen. Das ist schon, das ist auch sowas, was ich immer frage. Ich meine, klar, der Surfsport wächst in aller Welt und so. Und wenn man dann von Profi-Surferinnen hört, dann hört man auch immer, wie viel die verschleißen irgendwo an Boards. Aber das jetzt, was da rausgeschmissen wird an Blanks am Tag, ist schon krass. Ne? Hätte ich weniger erwartet, weil das ist ja nicht die einzige Hersteller. Ja, zum Beispiel auch eine Zahl, die ich bestimmt irgendwie sagen kann, oder lass mich kurz überlegen. An eine nordische Surfboard-Firma ging eine Lieferung, ein kompletter Hochseekontainer Boards von Derek raus, 200 Boards. Mhm. Die kaufen irgendwelche hier im Norden. Das ist krass, also man hat das gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Das ist eine Brand, 200 fucking Boards. Das sind viele Boards. Ja. 200 Boards auf einem Haufen, ist viel. Also ich habe hier gerade, ich glaube, 30 oder 40 Boards und das ist schon viel. Ja, würde ich auch mal behaupten, ja. 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 Ist ein großer Markt mittlerweile einfach, ja, kann man nur so sagen. Ja, aber was ich ganz gerne noch sagen würde, einfach weil ich es interessant fand und weil ich vielen Leuten die Augen öffnen, weil ich auch mit vielen Leuten in letzter Zeit im Gespräch bin bezüglich Surfboards. Mittlerweile gibt es ja irgendwie kein Surfboards mehr unter 1.000 Euro zu kaufen, was ich schade finde. Also ich, alle sind immer schockiert, wenn ich ihnen einen Preis sage, für den ich ihnen ein Board baue. So, was für den Preis? Ja, ey, es ist von Surfer für Surfer. Da komme ich mir, glaube ich, der Skater raus. Weil wir Skater fahren immer die abgefucktesten Sachen, weil wir keine Kohle haben für ein neues Board, neue Schuhe. Und es wäre so geil, wenn es einfach eine Brand gibt, die ein bisschen günstigere Boards machen würde und einfach mal so minimal auf die Marge ein bisschen, also einfach mal auf die Szene gucken und nicht nur auf die Marge. Ja. Klar muss man auch auf sich gucken, aber auf jeden Fall kannst du in Afrika oder Südafrika auf jeden Fall, also zum Beispiel, sagen wir mal ein Rusty Board, das ist eine Brand, die kennen wir alle. Hm, ja. Die werden dort hergestellt bei Hurricane, das ist dort eine riesen Distribution, habe ich auch Kontakt ein bisschen gehabt zu denen und die, ich glaube 350 Euro umgerechnet. Ja. Ja, okay. Ein nagelneues Rusty Board. Wenn du es da kaufst, hier kostet es dann das Doppelte. 800, ja. Mindestens. Ich habe letztes Jahr in Frankreich, in einem Outlet gab es mal Rusty Boards für 450 Shortboards. Das war krass. Hm. In Ostergoa. Da muss man Glück haben, wenn, ja. Ja, habe ich mir fast überlegt, ob ich mir jetzt einfach kaufen soll. So zum Flusssurfen wäre es okay gewesen, irgendwie zum Kaputtmachen. Aber, also, Flussboards shape ich sehr ungern, weil ich nicht so viel Ahnung habe. Deswegen, Flussboards kaufe ich tatsächlich, ja. Ja, okay. Also ich shape die schon, aber da muss ich noch ein paar Prototypen bauen, bis ich behaupten kann, dass ich da ein richtig gutes Board bauen kann. Wenn ich sehe, wie aktiv du bist, da wird das wahrscheinlich auch irgendwann bei Zeiten angehen. Ja, ich habe ein Board schon, das funktioniert richtig gut, aber viele wollen ja am Fluss so Shortboard surfen und ich habe einen Fisch, der funktioniert gut. Also der Flussfisch, den habe ich. Aber also das ist krass. Ich würde das nächste Mal runterfliegen, mir dort ein Board kaufen, mit nach Deutschland nehmen und hier für 800 Euro verkaufen. Ohne Witz. Ja. Ich war kleiner Insider, den man eigentlich gar nicht sagen sollte, aber ich war so schockiert. Ja, ehrlich, das ist verrückt. Transport zurück ist ja dann auch nicht die Welt, wenn man das als 80 Euro. Ja. 80 Euro. Also ich weiß gar nicht, was wir gezahlt haben. Eigentlich auch noch eine lustige Story, weil wir haben ja dort dann drei Blanks gefräst und haben auch noch
Unsere Boards natürlich, die wollten wir mit heimnehmen, klar. Ja. Wir hatten aber kein Roof Rack und nix. Also haben wir einfach die in Kartons einpackt. Wir hatten auch keine Boardbags. Und haben wir so Kartons bekommen von Extra Foam. Und dann haben wir aber nur diesen scheiß kleinen Toyota Corolla gehabt, wo eh die Boards kaum Platz hatten. Wir haben die immer vom Armaturenbrett bis hinter die Rücklehne, so bis an das Fenster hinten gelegt. Und dann haben wir die Boards einfach mit so einem Spanngurt auf das Dach durch die Fenster durchgespannt. Ja, und dann kamen wir bei den Mietwagen-Service an, wo wir den abgeben wollten. Und die haben uns voll schockiert angeschaut, weil wir einfach zwei so fette Kartons aufs Dach gespannt haben. So. Ja, und einfach so wir haben das mit Panzertape dann auch noch an dem Auto festklebt und so. Und wieder so, yeah, African Style. Und die, yeah, this is Africa. Schön, ja. Ja. Das, ich schick dir ein Reel, Benny, dass du posten kannst, und da sieht man am Ende, wie wir die Pakete befestigt haben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Also ich habe auch noch aus Marokko schon allein in Erinnerung, wie lax da mit einem da umgegangen wurde. Ich habe zu Hause immer meine Bretter oder mein Brett mit zwei Spanngurten auch teilweise einfach nur durchs Auto mal gemacht anfangs, bevor ich dann irgendwann mal einen Dachgepäckträger hatte, aber halt richtig fest mit zwei Dingern da befestigt. Und der Taxifahrer in Marokko nimmt mal ein Brett und nimmt da so ein, was weiß ich, so ein Minispanngurt ohne Ratsche und irgendwas und macht so einmal und macht das so drum. Das fliegt doch runter, das kann doch nicht halten. Ja. Hat wunderbar gehalten, die Stunde, die er da rumgebrettert ist. Also, die wissen schon, wie es geht. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool, Fabi. Vielen Dank erstmal für die Infos. Ich denke, ganz gut besprochen, was so abging und worauf man achten sollte. Vielleicht hat der ein oder andere Bock auf einen Surftrip nach Südafrika, dann kann er sich an dich wenden. Erst recht natürlich, wenn er ein gutes Board sucht, in Qualität und auch noch so weit es möglich ökologisch hergestellt. Und ja, an diese Themen knüpfen wir einfach in den nächsten Wochen jetzt mal richtig an, und da freue ich mich voll drauf, da einiges zu erfahren, auch gerade das Agaventhema und Ähnliches zu durchleuchten. Auf jeden Fall. Und was man ja jetzt mit unserer neuen Erkenntnis der Kommentarfunktion einbauen kann, wer noch Fragen hat zu Südafrika, kann die ja jetzt da hier in die Kommentare schreiben. Wir antworten drauf. Absolut, ich behalte das mal im Auge. Könnt natürlich auch gerne eine Mail schreiben. Kontaktdaten von uns beiden sind in den Shownotes zu finden. Und ja, es gibt viele Wege, in Kontakt zu treten. Nutzt das gerne. Auf jeden Fall. Cool, Fabi, dann bis nächste Woche. Ja, dann bis nächste Woche. Hat mir Spaß gemacht, ja, Heute mal wieder mit dir zu quatschen. Wie immer, auf jeden Fall. Ja, eine große Freude. Ja, tschüss. Auf jeden Fall. Ciao. Ladies and gentlemen, I'd like to ask for everyone's attention, even if you are a frequent... Boah, Alter, das ganze Line-Up für mich alleine. Bei Wavepool-Bedingungen. In geilen Setting der Natur Südafrikas. Ihr hört schon den Hintergrund, Leute. Der Flieger ist schon unterwegs. Ich sitze auf dem Weg nach Johannesburg. Oh, ich hab so Bock drauf. Ich hab zwar tierisch Respekt vor dem, was der Fabi da so erzählt hat von den Stories. Ey, aber ich meine, komm schon. No risk, no fun, Alter. Oder wie, oder was? Ja, ich werde berichten, wie es war. Und ich habe ehrlich gesagt so gut wie nichts mit. Mein ältestes Surfboard, falls das jemand klauen will. Ich weiß auch nicht. Naja. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Leute. Tschö. Hey, Stuart. Ein Bier noch, bitte.